befinden uns hier auf der Caravaning-Messe in Hamburg 2024 und haben hier vor uns den Explorer 2X auf Fiat Chassis. Und wir schauen uns das Fahrzeug mal etwas näher an. Erstmal gibt es ein paar Daten, wen diese interessieren. Der tritt vorher mal auf die Pause-Taste. Nähere technische Details gibt es dann in einem persönlichen Gespräch demnächst, wenn wir die Firma dann direkt vor Ort besuchen, und dann werden wir nähere Details bekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt diese am besten schon mal unten in den Kommentaren. Da kann ich diese im Interview stellen und ihr bekommt diese dann auch direkt beantwortet. Ihr seht, hier oben haben wir eine Markise, welche unterleuchtet wird, kann man mit Sicherheit von innen aus- und anschalten. Im Heckbereich haben wir eine Garage, Staufläche. Hier hinten haben wir das Wassersystem und hier haben wir eine große Garage. Also hier bekommen wir etliches unter, wie Gartenmöbel und so weiter. Hier haben wir die Stange für die Markise. Wir haben hier hinten Steckdosen und hier hinten ist natürlich auch die ganze Technik und so weiter verbaut. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hinein ins Fahrzeug und schauen uns dieses Mal von innen etwas genauer an. Hier von außen haben wir ein Fach, wo wir ja Getränke zum Beispiel unterbringen können, die wir von innen reinstellen können und von außen dann rausholen. Und das Fahrzeug hat einen ganz anderen Grundriss, als man das gewöhnt ist. Schaut mal in diese Tiefe hinein. Also das sieht richtig riesig groß aus. Es sieht aus wie bei einem teilintegrierten Wohnmobil. Es ist aber ein Kastenwagen. Also hier ist richtig Platz. Auch der Tisch ist wegklappbar, wie man sehen kann. Und man kann ihn mit Sicherheit noch vergrößern, denn es sind zwei Platten hier, welche man ausklappen kann. Das heißt, man kann auf dem Fahrersitz, auf dem Beifahrersitz, welche drehbar sind, sitzen, essen. Und man hat hier noch einen weiteren Sitz als Sitzmöglichkeit. Dann hat man hier oben Staufläche über der Fahrerkabine. Also hier ist Platz drin und ihr seht auch schön in diesem Holzdekor das Ganze. Einfach kurz antippen und es geht auf, und das ist über die komplette Front gezogen. Also hier haben wir jede Menge Stauraum im oberen Bereich. Wir haben hier vorne ein großes Heki. Wir können die Fahrerkabine mit einem Vorhang zusätzlich schließen, sodass die Kälte vorne bleibt und die Wärme hier hinten im Fahrzeug. Kommen wir zum Küchenbereich. Wir haben hier ein Spülbecken aus Edelstahl und daneben einen zweiflammigen Gaskocher. Darunter befindet sich eine Schublade, wiederum darunter der Schrank, den wir bereits von außen geöffnet hatten, sodass wir hier Sachen reinpacken können, die wir auch von außen benötigen und nicht immer hier ins Fahrzeug müssen, um diese zu verwenden. Des Weiteren haben wir noch eine große Schublade und darunter nochmals eine große Schublade. Dann haben wir hier unter dem Spülbecken einen Apothekerschrank mit drei Fächern und gegenüberliegend haben wir den Kühlschrank, welchen wir von beiden Seiten öffnen können mit Gefrierfach und natürlich von Dometic. Daneben haben wir nochmal Staufläche mit verschiedenen Schubladen und einem Müllsystem mit zwei Kammern. Eine kleine Kommode darüber oder als Wickeltisch geeignet oder sonst irgendwas in dieser Art. Also mal ein etwas ganz anderer Grundriss, als man ihn sonst von einem Kastenwagen kennt. Auch über dem Bettbereich sind überall kleine Fächer, wo man ja Kleinigkeiten drin verstauen kann, welche man immer mal wieder benötigt, wie zum Beispiel Bücher, Socken oder sonstige
Gegenstände. Das Bett ist ungefähr 1,20 Meter breit. Man kann hier locker und gerne zu zweit darin schlafen. Ist natürlich für Menschen besser geeignet, die sich noch lieben, als welche, die sich nachts nicht hören können. Das Bad befindet sich in der Ecke. Es ist ein Vollwaschbad. Das heißt, man duscht im kompletten Bereich und hat somit jede Menge Platz. Aber wir haben hier auch eine Wand, eine PVC-Wand, welche wir noch vorziehen können, um das Ganze zu schließen, wenn wir die Tür, also die Außentür des Bades nicht zumachen wollen, beziehungsweise wenn wir nicht wollen, dass diese nass wird. Im Innenbereich befindet sich eine Toilette, eine Trockentrenntoilette oder eine Glissana, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ich denke, es ist beides möglich zu verbauen. Und das Waschbecken ist weggeklappt, das heißt, wir können es einfach herunterklappen, können es verwenden. Der Ablauf ist da hinten, den Wasserhahn können wir rausziehen und somit können wir es wieder wegklappen, wenn wir es nicht benötigen und es nimmt keinen Platz weg. Darüber befindet sich ein aktuelles Foto von mir oder ein Spiegel und an der Decke ein kleines Hiki. Auch hier wieder Fächer für Shampoo, Seife, Zahnbürste und so weiter. Die Dusche ist hier oben an der Decke befestigt, kann entnommen werden und die Beleuchtung ist auch im Bad direkt integriert. Ja, und über der Küche befinden sich auch noch mal kleine Schränke für zum Beispiel Gewürze, also für Sachen, die jetzt flach sind, wie auch Gläser oder Tassen. Also ich finde, es ist mal ein ganz anderer Grundriss und ihr habt das Auto auch schon von außen gesehen, das Fahrzeug. Es ist auch noch jede Menge Stauraum im Kofferraum Platz bzw. im Heckbereich. Also ein riesiges Fahrzeug im Innenbereich. Ich glaube 6 Meter oder 6,30 Meter war die Länge. Also ich bin begeistert von diesem anderen Grundriss, welcher nicht so dieser Standardgrundriss ist, den man von anderen Fahrzeugen, von Kastenwagen kennt, sondern welche man eher von teilintegrierten Wohnmobilen kennt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt es mir in den Kommentaren, wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt. Dann kann ich die direkt bei unserem Interview stellen. Und ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie ich sehe, kann man das Fahrzeug auch mieten. Ciao und bis bald, euer Josh Vinzenz.